Weißt du noch, wo deine Eltern ein paar Mal dir gesagt haben, dass du eine Schwester bekommst? Ja, ich mag mich noch sehr gut erinnern. Sie haben gesagt, ich komme eine Schwester rüber und ich komme von weit, weit weg. Und sie haben dort hohe Berge und es ist aber ganz schwierig, es sei ein Krieg dort. Und in dem Land, wo meine Schwester sei, dort würde sie das Klima nicht vertragen. Und jetzt kommen sie zu uns. Mami gesagt und ihm hat Papi gesagt, wie diese zwei auch. Also, und wir hatten eine riesige Freude an dem Kind. Am Anfang war es sehr traurig und hat so die Nacht nicht gut geschlafen. Es hat den Kopf immer so hinten raus geschlagen und so irgendwas in Angstträumen gehabt. Er hat sich geprägt die Nacht und hat zum Fenster raus. Wir mussten die Läden verriegeln. Rinchen hat wollte fort und hat immer der Archa gerufen. Archa, 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 und hat geprägt. Und Susanne ist zum Glück im gleichen Zimmer geschlafen. Und dann ist sie immer wieder gut ins Bett durch. Von der Kultur, also dass einfach meine Eltern versucht haben, auch, dass so etwas, ein Teil von dieser tibetischen Kultur in die Familie hineinzunehmen. Also wir hatten ja auch überall tibetische Teppich gehabt, manchmal noch so Bilder. Und hat Angst gehabt vor uns zuerst, vor allem vor den Männern, haben sie Angst gehabt, die Kinder. Als ich heimkam, ist er in einer Ecke gestanden, hinter der Tür, und hat das Baby fest umarmt und hat immer gesagt, Bala, Moga, Moga. Und mit dann erklärt, ja, es könnte vom Krieg her noch ein Trauma sein, dass sie Angst hat, wenn Männer ins Haus kommen, das heisst Gefahr. Und so eine Angst hat drin schon gehabt, wenn Flugzeuglärm war. Und dann hat sie dürfen ins Ballett, hier auf Basel, ins Ballett. Und da war sie auch sehr glücklich gewesen, weil sie wahnsinnig gerne tanzt. Sie hat auch am Anfang mit dem Adrian immer noch tibetisch tanzt und tibetisch gebetet. Und man nicht mehr rum, jeden Morgen. Und der Adrian hat noch, als er das schon nicht mehr gemacht hat, hat er immer noch am Boden gelegen und hat auch man nicht mehr rum gebetet. Ich war eigentlich für Rinchen sicher eine ganz wichtige Bezugsperson gewesen, als erstes, weil ich halt so klein war und das Baby. Und sie hat mich offensichtlich gerade voll akzeptiert von Anfang an. Und hat mich in die Arme genommen und hat mit mir gespielt und hat auch mit mir geredet. Also ich habe dann auch angefangen, tibetisch zu reden mit ihr. Sie hat mit mir gebetet, sie hat so eine Gebetsmühle gehabt. Und es hat ein ganz, ganz gutes Verhältnis gegeben. Eigentlich Bruder-Schwester-Verhältnis ist sehr, sehr gut. Immer noch. Und das war eigentlich immer meine richtige Schwester gewesen. Also später, dann, als Rinchen gut Deutsch hat kommen, war es ganz toll gewesen, haben wir ein Zimmer zusammen gehabt. Sie hat mir am Anfang ganz viel erzählt. Sie hat noch Sachen gewusst von Tibet, sie hat noch Sachen gewusst von Indien. Und mir ist das sehr, sehr untertut, die Geschichte. Also die ganze Flucht hat sie mir können erzählen. Und viel, viel später hat es einen Film gegeben, einen Spielfilm, ich weiss den Titel nicht mehr, im Kino. Und ich bin den Film schauen und ich habe geheult und war ganz betroffen, weil ich habe eigentlich die Geschichte von meiner Schwester auf der Leinwand gesehen. Und das Erste war, ich bin heim und habe den Rinchen angeleitet und gesagt, Rinchen, hast du den Film gesehen? Und sie hat gesagt, ja. Ich gesagt, weißt du, das ist deine Geschichte. Sie hat mich so betroffen gemacht. Und sie hat gesagt, eigentlich bin ich froh, vielleicht hat sie das ganz Schlimme oder Schwierige können vergessen. Nocken bei Ragetäne I solschens Lia Einer kriegte sie flogen på skyggesiden.